Ich bin Christoph Feuermann von Startnus.ch und heute mal wieder da für euch mit einem neuen Video. Heute soll es um das Thema Trading gehen. Genauer gesagt, das Trading einerseits mit Eigenkapital und andererseits das in den letzten Monaten immer beliebter werdende Prop Trading, das heißt mit Fremdkapital. Ein Fremdkapitalgeber stellt dir Kapital zur Verfügung, in der Regel nachdem du eine Challenge absolviert hast, eine gewisse Rendite oder andere Ziele erreicht hast, sprich vertrauenswürdig genug bist, mit dem Fremdkapital Rendite zu erzielen und damit eine Provision zu gewinnen. Und in der Regel muss diese Provision abgerechnet werden, sprich, die erhältst du nicht automatisch, sondern erst nach Schreiben einer Rechnung. Und weil das von den typischen Erfordernissen eines Traders abweicht, wollen wir in diesem heutigen Video darüber mal etwas genauer sprechen. Normalerweise empfehlen wir Tradern, sich aus Deutschland abzumelden. Ja, also es geht hier vor allem um internationale Lösungen. Abmelden alleine kann ausreichen. Es ist nicht zwingend notwendig, einen neuen Wohnsitz irgendwo zu begründen. Ne, man muss hier einfach unterscheiden zwischen Steuerwohnsitz und Compliance-Wohnsitz. Ja, der Trader wird mittelfristig nachhaltig irgendeine Art von Adresse brauchen, die er verifizieren kann, irgendeine Art von Steuernummer, die er angeben kann, sonst ist er einfach nicht in der Lage, Brokerkonten und Depots zu eröffnen und Banken, die mit diesen in Verbindung stehen. Hier muss also eine Lösung geschaffen werden. Aber so eine Lösung, das haben wir ja schon in vielen Blogbeiträgen und Videos gezeigt, heißt eben nicht zwingend, dass man irgendwo steuerpflichtig wird oder Steuern zahlen muss. Ja, das heißt ganz einfach, wir können in vielen europäischen Ländern, zum Beispiel Spanien, Irland, Griechenland, Italien, Malta, Zypern, eine Wohnung unterhalten, eine Steuernummer haben, ohne dass wir dort steuerpflichtig werden. Oder das Ganze natürlich auch in vielen Ländern weltweit tun, ob es jetzt Mexiko ist, Thailand, Paraguay, Georgien, Dubai und viele, viele weitere. Ja, das heißt, wir brauchen einen Scheinwohnsitz, um die Compliance-Anforderungen der Banken und Broker zu erfüllen, aber wir brauchen keinen Steuerwohnsitz als Trader. Das zumindest würde ich jedem empfehlen, der hinreichend flexibel ist, einmal im Jahr den Standort zu wechseln. Sprich, wenn du mindestens zwei Standorte haben kannst und zwischen denen pendeln kannst, kannst du Perpetual Traveler als Trader sein. Und das ist sicherlich die überlegenere Lösung, weil du einfach nicht von den ständig ändernden Gesetzen der einzelnen Länder abhängig bist und am meisten flexibel bleibst, wenn du außerhalb des Systems bist. Wenn du natürlich dauerhaft in einem gewissen Land leben willst und überhaupt nicht reisen willst, auch nicht einmal im Jahr den Standort wechseln willst, gibt es natürlich andere Möglichkeiten. Dann hast du immer noch eine große Auswahl an komplett steuerfreien Ländern oder steuerfreien Ländern auf Auslandseinkommen, wo du traden kannst. Da haben wir ja hinreichende Videos zu Orten gemacht. In diesem Video geht es vor allem um das Firmenkonstrukt. Ja, als normaler Trader, wie gesagt, empfehlen wir meistens keine Firmengründung aus folgenden Gründen. Erstens sind einfach zusätzliche Kosten, ja, gegenüber dir als Privatperson. Meist oft nicht viel, aber es ist natürlich schon ein bisschen was. Gerade wenn du aus deinem Kapital lebst, wirst du ja versuchen, unnötige Kosten zu vermeiden. Zweitens, es ist deutlich komplizierter, auf eine Firma Bank- und Brokerkonten zu eröffnen. Ja, du brauchst nämlich nicht nur deine privaten Dokumente, die du auch eben für die private Eröffnung brauchst. Du brauchst zusätzlich die Firmendokumente und das oft auch noch beglaubigt oder apostilliert, was auch wieder Zusatzkosten und sowas Aufwand ist. Und teilweise sind Geschäftskonten bei manchen Brokern gar nicht möglich. Ja, für eine Firmengründung sprechen kann, wenn wir jetzt bei Perpetual Traveler sind, ein erhöhter Vermögensschutz. Ja, aus diesem Grund empfehlen wir zum Beispiel Nevis LLCs zu nutzen. Das heißt, wenn man sein Geld möglichst sicher haben will, möglichst anonym haben will, dann kann sich eine Firma lohnen. Das ist aber eher optional, würde ich sagen, und erst bei höheren Beträgen sinnvoll. Sprich, als Trader mit Eigenkapital bist du am besten dran, wenn du dich abmeldest und sauber ausweist aus Deutschland oder anderen Ländern und gar keine Firma gründest und möglichst auch gar keinen Steuerwohnsitz begründest, sondern mittelfristig einfach die Bedingungen für einen Compliance-Wohnsitz schafft. Ja, das ist auch relevant, wenn du zum Beispiel deutsche Broker benutzt. Wenn du bei einem deutschen Broker eine deutsche Adresse hinterlegt hast, dann wird die Kapitalertragssteuer automatisch abgeführt.
Ja, das ist ein Service für Deutsche, damit sie keine Steuererklärung machen müssen für ihr auf deutschen Brokern geteiltes Einkommen. Ja, ist natürlich auch ein Schutz des Staates vor Steuerhinterziehung. Ja, das heißt, der Broker macht das automatisch. Du kannst dich freistellen lassen, sobald du eine Auslandsadresse hinterlegst, musst aber aufpassen, weil in vielen Fällen die Auslandsadresse dann zur Kündigung beim Broker führt. Wenn du eine alte deutsche Adresse nutzen willst, ist es grundsätzlich möglich. Dann würde ich dir aber Folgendes empfehlen. Vor Auswanderung öffnest du mit deutscher Adresse ein internationales Brokerkonto, zum Beispiel bei Interactive Brokers in Irland oder bei Swissquote oder ähnliches. Und das kannst du dann auch nach Auswanderung temporär weiter nutzen, weil diese Broker führen nicht automatisch ab. Sprich, du wärst eigentlich dazu gezwungen, die auf der Steuererklärung anzugeben, weil du aber ja nicht mehr steuerpflichtig in Deutschland bist, musst du es eben nicht angeben, es wird nicht automatisch abgeführt. Und klar, theoretisch spielst du dem Broker vor, dass du einen Wohnsitz hast, den du nicht mehr hast, aber technisch kannst du dadurch nicht steuerpflichtig werden. Es gibt maximalen Datenaustausch mit dem entsprechenden Land. Anders verhält sich das, wie gesagt, jetzt beim Prop Trading. Beim Prop Trading musst du grundsätzlich demjenigen, der dir das Fremdkapital zur Verfügung stellt, eine Rechnung schreiben über die Provision, die du erhältst durch das Trading mit dem Fremdkapital. Das kannst du als Privatperson theoretisch machen. In der Praxis wirst du aber zwei Probleme haben. Erstens die Anerkennung. Möglicherweise wird die Rechnung von dir ohne Adresse, ohne Steuernummer sozusagen nicht anerkannt werden oder ist nicht absetzbar. Und zweitens, und das ist so relevanter, hast du kein vernünftiges Geschäftskonto als Privatperson. Sprich, deine Bank wird dir womöglich oder sehr wahrscheinlich das Konto kündigen, weil du dein privates Konto für geschäftliche Transaktionen nutzt. Ja, deswegen ist es grundsätzlich zu empfehlen, eine Firma zu gründen, die du als Perpetual Traveler dann steuerfrei für die Abrechnung verwenden kannst. Eine typische, bei uns sehr beliebte Lösung ist die amerikanische LLC, ja, mit der US-LLC steuer- und buchhaltungsfrei agieren. Viele nutzen das auch, um ihr Prop Trading abzurechnen. Das ist auch eine relativ gute Lösung für das Prop Trading. Die große Frage ist, sollte man die LLC dann auch nutzen für das eigene Eigenkapital-Trading? Nein, das sollte man grundsätzlich privat lassen. Warum? Naja, die USA ist ein sehr guter Ort für Steuern. Man ist steuerfrei mit einer Disregarded Entity, Single Member LLC. Die Details haben wir in anderen Videos. Aber sie ist nicht so sonderlich gut geeignet zum Trading. Die USA haben das sogenannte FATCA-System für den Datenaustausch. Und das ist ein sehr strenger Mechanismus, an den sich alle Banken weltweit halten müssen. Und weil das relativ aufwendig ist für die Banken, US-Kunden zu haben, auch US-Entities, US-LLCs zu haben, lehnen sie grundsätzlich die Konteneröffnung für alles, was mit den USA zu tun hat, ab. Das hast du sicherlich schon auf vielen Broker-Seiten oder Kryptobörsenseiten gesehen, dass US-Kunden ausgeschlossen sind. Und das gilt auch für die LLC dann. Ja, es gilt nicht für dich selbst. Als Privatperson bist du ja außerhalb der USA, bist du kein US-Resident. Dein US-LLC kann nicht so leicht oder eigentlich fast gar nicht Brokerkonten oder ähnliches außerhalb der USA eröffnen. Sprich, wenn du eine LLC eröffnest und damit traden willst und nicht nur Rechnung schreiben willst, bist du in der Regel auf US-Anbieter angewiesen, beschränkt. Ja, das kann natürlich auch wiederum ein Vorteil sein, weil teilweise gibt es Zugang zum US-Markt, zur US-Kapitalmarktregulierung nur mit einer US-Firma. Sprich, als Privatperson kannst du in den USA gar keine Brokerkonten eröffnen, sondern nur als Firma. Also es kann wiederum auch andererweise ein positiver Zugang zu USA bedeuten. Natürlich bist du nicht auf die LLC beschränkt. Es gibt zahlreiche weitere Firmen auf der Welt, mit denen du abrechnen kannst. Andere Personengesellschaften zum Beispiel wie in Zypern, Irland oder UK, die ein bisschen aufwendiger sind, Buchhaltung haben, ein zweiter Partner wird benötigt, teilweise ist ein Audit möglich. Aber grundsätzlich eignen sich auch die, um deine Prop-Trading-Kunden steuerfrei abzurechnen. Und natürlich kannst du auch zu typischen Setups wie Dubai oder andere Offshore-Entities greifen, aber auch da hast du dann vielleicht das Problem mit der Abrechnung. Deswegen grundsätzlich empfehlen wir Eigenkapital privat traden mit Scheinwohnsitz nach Abmeldung, Prop Trading, eine LLC gründen als unkomplizierteste Möglichkeit abzurechnen und eventuell Zugang zu amerikanischen Brokern zu bekommen, die du sonst nicht bekommst, oder zahlreiche andere Firmenmodelle zu wählen. Ja, das eine kurze Zusammenfassung zum Thema.
Trading mit Eigenkapital und mit Fremdkapital, weil mich sehr viele Leute in letzter Zeit für dieses Thema anschreiben.